Servus und willkommen zur 12. Folge von Turmoil. So, wir haben ja beim letzten Mal die Wüste beendet und sind jetzt am Weg in die winterliche Landschaft. Davor müssen wir aber hier noch 9% Aktien kaufen. Auch nicht verkehrt. War klar. Na, 9% ist schon einiges. Müssen wir schauen, dass wir beim nächsten Mal wieder gescheit zuschlagen können. Hier gibt es nichts. Diamant 1000, brauchen wir nicht. So, schauen wir mal, 30.000. Das ist das neue Wärme-Update, oder das neue Wärme-Upgrade. Oder eben die Schnelligkeit 2. Ich glaube, die nehmen wir mit dazu. Nee, noch nicht. Wir schauen uns das jetzt erstmal an. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. So. So gut. Dann kommen wieder zwei Wägen mit dazu. Ist wahrscheinlich wieder so tief. Ah ja, hab's auch erwischt. Sehr schön. So. Noch zwei Wägen kaufen, einen von denen einsetzen. Schauen wir mal. Ach, sehr schön, da ist mal ein etwas größerer. Setzen wir hier noch ein Silo hin, wenn wir wieder Kohle haben. So. Ja, es wird halt jetzt wieder weniger mit Gas zu tun haben, weil ja in den Winterländern gibt es ja nur kleinere Gasressorts. Gibt es ja kleinere Gasressorts, die könnte man eventuell aufblasen, aber dazu braucht man schon mal 60.000. Ja. So. Setze ich nochmal einen von denen hier ein. Ups. Ach, da ist auch noch was. Sehr schön. Schauen wir mal. Oh ja, das ist ein großes. So. Nochmal zwei, drei Wägen mit dazu. Silos kaufen. So, setzen wir nochmal. Jetzt warten wir erstmal, bis wieder das Geld ein bisschen wächst. Sehr schön. So. Bisschen Kohle wieder reinschöpfen. Den hier upgraden. So, schauen wir, ob wir noch was finden. Ach ja, da ist noch was. Sehr schön. Wow. Das mache ich lieber so. Upgrade, upgrade, upgrade. Halber mal. Ja.
So. Ja, es scheint so, als würde es überhaupt gar keine Gasdepots mehr geben. Ach doch, da ist ein kleines. So, mal gucken, ob hier rum noch was ist. Ich glaube eher, dass hier noch was sein sollte. Ah ja, da ist auch noch ein kleines Gas. Bis vor. So. Dann lagert's mal das Öl schön ein. Ich werde hier noch ein Silo hinbauen. Vorsichtshalber. Mal schauen, dass wir das noch irgendwie leer kriegen. So, alles für einen Dollar verkaufen. So, Preis ein bisschen nach oben dran. Sehr schön. Oh, es ist schon November. Ja, Öl ist ein bisschen eins da. So macht der Border Upgrade, macht's jetzt schon. Ah, wäre schon gut, wenn man den hätte. Letzter Monat. Ja, ist faszinierend. Wir haben im Endeffekt mehr Geld als wie mit dem ganzen Gas gemacht. Ah, da wäre noch ein kleines Gasdepot gewesen. So, schauen wir mal, 50.000. Wir haben eine Errungenschaft. Serious Money heißt die. Ich denke mal, wenn wir über 50.000 kommen sind. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt auch einen Erfolg, wenn man einen Profit von 100.000 macht. So, jawohl, 81.000, damit kann man ein bisschen was anfangen. 3%. So. Zehntausend ist, glaube ich, in Ordnung. Jetzt haben wir nur ein bisschen was übrig. Dann machen wir erstmal die Landauktion. So. 54, oder? Dann gehen wir einfach mal eins rund. Ah, müssen wir erst auf bieten. Ich glaube, das hole ich mir lieber. Sehr gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir. Ach, kaufen wir das Wärme-Upgrade. Werden wir mal ausprobieren, was das ist. So. Zwei von denen hier. Es kann sein, dass es am Sonntag keine Folge von Turmoil gibt, weil ich es zeitlich nicht schaffe, weil ich spontan heute arbeiten muss. Und schon eher anfangen muss. Was heißt eher anfangen? Ich muss schon um 3 Uhr los. Und ja, deswegen schaffe ich es zeitlich einfach nicht, dass ich eventuell noch eine aufnehme.
So. Sehr schön, da ist noch ein großer. Alles schön nach drüben verkaufen. So, dann werden wir von denen auf jeden Fall noch welche brauchen. Setzen wir noch einen von denen hier ein. So, ich will am liebsten jetzt sofort das so ein Gasdepot suchen und schauen, wie das funktioniert mit dem Aufblasen. Ah ja, da ist eins. Sehr schön. Machen wir das jetzt einfach mal so. Hier hin. Und dahin. Schließen. Ah, und wie funktioniert das jetzt? Ist wieder so. Ups. Ja, hier drüben verkaufen. Wie genau das jetzt wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Okay. Echt faszinierend. Also, normalerweise kann man ja da immer was auswählen oder sonst irgendwie, aber das funktioniert jetzt hier anscheinend gar nicht. Das ist echt komisch. So. Ah, verkauft sie mal. Das gibt's ja nicht. Da stehen Wägen davor und die sammeln einfach nichts ein. Oh Gott, das werden wieder Strafen ohne Ende. Oh ja. Der jetzt noch ein bisschen steigt, jetzt füllen wir erstmal den ganzen Spaß ein bisschen auf. Noch zwei Wägen kaufen. Wenn er bei 1,30 ist, dann öffnen wir den das einfach mal. So, wir schließen. Und den Tausender hier raushauen. Mal verkaufen. Naja, das war's schon. Jawohl, und wieder Strafe. So ist richtig. Wie dieses Wärme-Upgrade jetzt funktionieren sollte, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Schaut nach Gas aus. Oh Mann, wir werden wieder so viel Strafe zahlen. Da ist auch noch was, ne? Sehr schön. Ah, da sind sogar noch mehrere.
sagen. Tja. Normalerweise sollte ich ja das jetzt halt irgendwie aufblasen können, aber das funktioniert anscheinend überhaupt nicht. Schauen wir mal. Nein, nein, nein. Da ist auch nichts. Das ist ja komisch. Schauen wir hier nach. Das war's dann wahrscheinlich auch mit dem Gas. So. So. Dann mal das hier. Aufmachen. Nichts, bisschen über 1,30, sehr schön. Ja, mal schauen, ob wir noch ein bisschen Kohle herausschlagen können. Okay, das ist echt komisch. Naja, aber wir werden wahrscheinlich wieder wenig verdienen, weil ich ja die Spillage-Strafe zahlen muss. Okay, das war ziemlich dämlich, was ich da jetzt gemacht habe, aber ja, so bin ich. Dämlich. Aber dafür finde ich hier noch ein bisschen Öl. Schauen wir nichts, dass wir die gesamte... Naja, werden wir auch nicht kriegen. Nein, nee, da war noch zu viel Öl. Naja, kann man nichts machen. Ja, 18.000. Ist natürlich ziemlich mächtig. Puh, naja. Man kann sich auch dumm anstellen. Aber ich schaue jetzt nochmal. Okay. Also das mit dem Wärme-Upgrade checke ich ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich. Schauen wir mal. So wachsen Gasfelder. Ach so. So wachsen Gasfelder mit der Wärme, mit dem Wärme-Upgrade. Umkreise zuerst das Gasfeld mit Pipelines. Schritt 1. Verschließe dann die einzelnen Anschlüsse. Schritt 2. Lehne dich dann zurück und ziehe ihm beim Wachsen zu. Mhm. Okay, dann wissen wir das jetzt halt auch fürs nächste Mal. Gas wird nicht wachsen, wenn du mehr als ein Gasfeld mit einer einzigen Schleife umkreist. Auch schön zu wissen. Der ultimative Weg, um vom Gasboost zu leben, ist, speichere so viel Öl wie möglich. Leere mehrere Gasfelder zur gleichen Zeit und nutze das existierende Röhrennetzwerk so viel wie möglich. Ja, das ist auch klar. Ah, die kann man schon gut. Ja, interessant. So. Am Ende der Kampagne muss der Spieler mit dem kleinsten Aktienanteil die Stadt verlassen. Die Aktien werden dann unter den verbliebenen Spielern versteigert. Dies wird wiederholt, bis jemand mehr als 50% der Aktien besitzt. Ah, ja. Und das letzte kaufen noch. Jetzt haben wir übrigens einen Erfolg wieder. Wenn du das Wärme-Upgrade verwendest, ist die Größe der Schleife wichtig. Die Gasfelder benötigen genügend Platz, um wachsen zu können. Aber wenn die Schleife zu groß ist, wird es langsamer wachsen. Das ist auch klar. Gut. Okay. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like für das Video da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Habt ihr Wünsche oder Anregungen, seid so frei und kommentiert oder schreibt mir einfach eine Nachricht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao und servus.